Es regnet! Oh mein Gott! Und Elias? Die Hälfte ist aktiviert, die Strecke ist frei. Elias muss jetzt Gas geben. Elias sind vorbei. Fips will vorbei. Oh, jetzt. Jetzt. Er geht einfach. Oh! Crash! Hallo und herzlich willkommen zum Monaco Grand Prix. Von der nach der Winterpause, warte mal, nein. Winterpause? Ja, wir haben jetzt ja gerade die Halbzeit vorüber. Ja, stimmt, okay. Es regnet! Oh mein Gott! Das sieht nach Gott. Leichtem Regen aus, nach meinem ersten Blick. Warum steht oben links Runde 1 von 3? Nicht mehr. Oh, hier. Lions Roar ist in die Wand gefahren. Hat er den Rossberg gemacht? Er steht falsch rum. Ja, er hat einen Rossberg gemacht. Er steht mitten auf der Strecke. Wird? Ja, schauen. Eine 1:23:3. Sehr schön. Oh, die Runde sieht gut aus. Oh, wird das sogar vielleicht reichen für die Front Row? Front Row? Ja, na, Hobbyplayer. Was? Ja, erste Runde. Und Flügelschaden. Bladic mit der neuen schnellsten Runde. 1:22:0. Bleibt die Zeit stehen. Eine neue. Wow. Was für eine richtig gute Zeit. Ein Profi ist raus. Und Elias mit der neuen Bestzeit. Mit der neuen Bestzeit, er antwortet auf Hobbyplayer. Hashtag Sören. Das ist die 21.197. Aber Elias ist auch wieder noch eine Zehntel schneller. Boah, das ist so spannend. Player auf Pole in einem unfassbar knappen Qualifying. Hallo. Also dann, hallo, du bist Elias. Ja, genau. Du hast uns mächtig überrascht. Wie kamst du denn so mit dem Regen zurecht? Oder was wurde dir da angezeigt? Also wurde der Regen stärker oder schwächer? Oder was hast du dir gedacht dabei? Also, der wurde schwächer. Also in meiner ersten Runde, ich war halt auf der zweiten Runde eine Sekunde schneller als auf der ersten. Also die Strecke wurde auf jeden Fall besser und der Regen weniger. Aber ja, ich hätte halt lieber trocken gehabt, aber... Ja, mit Platz 2 bin ich am Ende dann doch zufrieden. Dir auf jeden Fall viel Glück fürs Rennen. Tolles Qualifying. Danke. Dankeschön. Und Glückwunsch zu Paul. Einfach jetzt schon mal direkt vorneweg. Was hast du dir gedacht, als du gesehen hast, dass Elias so viel schneller war als die ganzen anderen? Na, ich hatte meine ersten beiden Runden verhauen und da dachte ich mir, das wird ein bisschen schwierig, den zu schlagen. Ich habe jetzt in meiner letzten Runde auch noch einen Flügelschaden geholt und war dann froh, dass Elias seine Runde ungültig gemacht hat. Was wäre noch drin gewesen? Also 2/10 ungefähr im letzten Sektor vor allem. Muss das sein? Ich hätte alles lieber gehabt, auch im Rennen hätte ich lieber Regen gehabt als im Qualifying. Und dann habe ich halt erste Runde ein bisschen safe gemacht. Die Runde danach wurde ich ein bisschen schneller, habe dann meinen ersten Sektor komplett verhauen. Noch im Mittelsektor wurde ich behindert so ein bisschen. Ja, und dann musste ich in der letzten Runde auf Risiko und auf Vorsichtigkeit gleichzeitig gehen. Dankeschön für das Interview und dir auf jeden Fall viel Glück. Und wir hoffen auf ein cooles Battle zwischen dir und Elias. Oh mein Gott. Die Lichter gehen an. And let's go! Wir racen in Monaco. Schlechter Start von Elias. Boah, das war knapp. Da fliegen Frontflügel, was ist hier los? Ein bisschen hat's gekracht, aber nichts Schlimmes auf den ersten Blick. Es gab so viele Positionsänderungen. Bladic auf P2. Elias wahrscheinlich wegen schlechteren Reifen auf P3. Irgendwas jetzt in der Haarnadel. Wir gehen auf jeden Fall weiter nach vorne. Hobbyplayer weiter vorne. Jack Catman, Matrix, ja, sind alle weiter nach vorne gekommen, das ist gut. So viele in die Box. Hier, Matrix, MVR, JD Lions Roar, alle in der Box von Matrix. Er saugt sich ran. Oh, das könnte ein Overtake geben. Na, da geht er nicht. Oh, er geht doch noch rein. Er geht, und da berühren sie sich. Sie berühren sich. Da hat Matrix... Nein, Mann, ist nochmal zum Boxenstopp. Ich will nichts sagen, aber hätte Matrix... Direkt nach rechts gezogen wäre er vorbei gewesen. Er hat aber einmal gebremst und ist dann nochmal dran gegangen. Es hätte auch gut sein können, dass er... Oh, jetzt nochmal der nächste Angriff von Matrix.
Jedi Lion Thrall ist auch parallel neben Nova. Was ist und das? Ich glaube, Jedi Lion Thrall ist vorbei. Ja, Jedi Lion Thrall ist an Nova vorbei. Leia und Jack Catman in der Box. Jede zweite Schikane wird hier abgekürzt. Nova. Wir haben ein VSC. Weil Nightmare gestorben ist. Genau. Das ist jetzt gut für. Pelagisch geht in die Box. Warum geht Elias jetzt nicht in die Box? Weil die Softs nicht durchhalten. Er müsste auf die harten. Das ist jetzt richtig schlecht für Hobbyplayer. Ich werd's nicht vorbeischieben. Matrix hat eine Durchfahrtsstrafe für Rasen. Rasen während der Virtual Safety Car Phase. Und da kommt Pladic vor Hobbyplayer raus. Pladic übernimmt die Führung. Ich glaube, jetzt hat JD Lions Roar packt jetzt die harte Keule aus und fährt einfach vorbei. Nein, das ist keine harte Keule, das ist der ist. Und er ist vorbei. Probiert. Jetzt. Ja, er wird es probieren. Und ja, da ja, ist er vorbei. Ja. Er ist vorbei, sehr schön. Sauber. Gutes Überholmanöver. Wir haben aber noch keinen, zu JD Lions Roar zufahren. Virtual is Safety Player Car. Ist so nah an Blood and Jesus. Virtual is Safety Car, aber warum? Warum? Es müsste. Langsam. Elias geht in die Box. Kommt Elias jetzt vorher raus? Also und die Frage ist, ob die Reifen halten. Was ich mich jetzt frage, sie gehen auf Startziel und Elias. Der ist aktiviert, die Strecke ist frei. Elias muss jetzt Gas geben. Sie Elias sind vorbei. Ist nicht voll, voll dran. Es ist so knapp. Aber er hat Zeit gut gemacht, gewonnen dafür wieder. Es ist so knapp. Das ist so ein geiles Battle, ne? Unglaublich. Es wird jetzt ein Dreikampf um den Sieg bis zur letzten Runde. Und, unfassbar. Oh, Angriff. Er wird's probieren. Angriff. Der kommt. Der Angriff kommt. Der Angriff. Oh, er steckt zurück. Er steckt zurück. Elias schaut sich das an. Eine Zeitstrafe haben wir ja auch gesehen. Ist möglich. Wo ist Fips? Fips will vorbei. Oh, jetzt. Jetzt. Er geht einfach. Oh! Crash! Vision. Mit Doodles. Crash. Riesencrash. Ich hab's auf da Kamera. Wird ich beide auf leben Kamera. Noch. Wir haben kein VSC. Die Nase von Fips ist komplett hinüber. Ich und da hinten gibt's noch viel mehr. Ich hab was? Da hinten. Wo denn? Da hinten hat's noch viel mehr im VR, Maya Neko und so. Riesencrash in Runde 17. Okay, von Maya Neko ist der rechte vordere Flügel ab. Das hat man jetzt mal gesehen. Guter Exit von Hobbyplayer. Oh, ja. Aber er geht wieder nicht rein. So. Und dann ist es der Sieg für Bladic. Unglaublich. Was eine Leistung. Toi, toi, toi. Hat die ganze Zeit unterlegen in Sachen ERS und wahrscheinlich auch Reifen. Ja, die Reifen waren auch eine Runde älter. Kommt der Stark. Elias wird starker Dritter. Jack wird guter Vierter. Matrix hat noch eine nicht erfüllte Strafe. MVN. Doodles wird Fünfter werden. So, jetzt probiert's JD Lions Run noch. Gegen Spillies. Nein. Hat Spillies eine Strafe oder JD Lions Run? Nein. Kam deswegen hinter allen raus. Glückwunsch. DZ.